Man sagt, dass Kinder heutzutage einfach nicht mehr so lesen wie früher. Das ist nicht wahr. Penny zum Beispiel ist nie ohne ein Buch in ihrer Hand. Nichts kann sie jemals davon trennen. Doch plötzlich... Was ist das? Ein Erdbeben? Oh, richtig. Das ist nur die neue iPhone-Vibration. Aber wo ist es hin? Ah, da bist du ja. Versteckst du dich unter der Decke? Hm? Was ist? Mein Ex? Er hat die Frechheit anzurufen? Nö, wird nicht passieren. Penny ist zu beleidigt, um ans Telefon zu gehen. Sie sollte ihn wirklich einfach blockieren. Penny macht sich für die Arbeit fertig. Okay, sieht gut aus, bereit zu gehen. Und sie hört auch noch tolle Musik. Was könnte besser sein? Ich wünschte, ich könnte es wortwörtlich sagen. Ups. Hey, was ist mit dem Ton los? Okay, ich habe den linken Ohrstöpsel. Wo ist der andere? Oh nein, nicht schon wieder. Ich bin spät dran. Der Tag hätte ruiniert sein können, aber Penny weiß, zu wem sie gehen muss, um Hilfe zu bekommen. iPhone, bitte hilf mir. Schnell schaltet er sein Radar ein. Aber er kann nichts finden. Zeit, das Super-Suchsystem zu benutzen. Die Karten werden geladen. Bingo. Aha. Ziel gefunden. Penny bekommt ihren Ohrstöpsel zurück. Was für ein toller Kerl das iPhone doch ist. Aber die Arbeit kann nicht warten. Es ist Zeit zu gehen. Pass dieses Mal auf, Penny. Penny ist froh, einen so tollen Freund zu haben. Er hat den Ohrstöpsel gefunden und jetzt spielt er Musik. Und das Wichtigste? Seine Playlist enthält nur Titel, die sie mag. Jetzt spiel mir einen Popsong. Nein, etwas Langsames. Oder besser noch etwas Lustiges. Die Zeit vergeht wirklich wie im Flug, wenn man gute Musik hört. Oh, wir sind schon da. Penny war völlig abgelenkt. Sie hätte weitergeträumt, aber... Hey, wer hat die Lautstärke gedrosselt? Und jetzt ist die Musik komplett weg. Oh mein Gott. iPhone! Sie hat ihren treuen Freund im Taxi vergessen. Halt! iPhone, ich rette dich! Das Leben kommt schnell auf einen zu. Die Technik entwickelt sich ständig weiter. Deshalb ist Penny in den App Store gekommen. Kannst du mein iPhone noch cooler machen? Es gibt eine Menge interessanter Vorschläge. Wofür soll sie sich entscheiden? Das ist etwas, das dein Telefon in eine echte Rakete verwandeln wird. Eine neue Version des Betriebssystems und du wirst deinen Freund nicht wiedererkennen. Klingt toll, einen Versuch ist es wert. iPhone, komm her, wir bringen dich auf den neuesten Stand. Veränderungen sind immer beängstigend, aber wenn der Chef sagt, dass er es tun muss? Das Update wird installiert. Oh, wie aufregend. Bist du sicher, dass wir ihn nicht verletzen werden? Aber schließlich ist die Installation abgeschlossen. Oh mein Gott, ist das mein Telefon? Man kann die Veränderungen sofort sehen. Du bist so süß, Kumpel. Und es stimmt, die neue Oberfläche ist viel schnittiger als die alte. In dieser verrückten Sache, die wir leben nennen, ist es so wichtig, sich Zeit für seine Freunde zu nehmen. Hey Leute, es ist schon so lange her. Penny hat ihren Freunden so viel zu erzählen. Aber zuerst Selfies. Das ist eine tolle Idee. Wer hat sein Handy rausgeholt? Penny natürlich. Das iPhone ist immer dabei. Stellt sicher, dass ihr es gut macht, damit wir es auf Instagram posten können. Man könnte meinen, das iPhone würde das anders machen. Und jetzt ist es Zeit für Leckereien. Ich bin gleich wieder da. Sie hätte das iPhone nicht mit ihren Freunden allein lassen sollen. Hey, was hältst du davon, wenn wir ein paar Fotoalben durchgehen? Komm schon, das wird lustig. Sie haben nicht lange gebraucht, um das iPhone zu überreden, es zu tun. Woher kennen die Mädchen alle Passwörter? Babyfotoordner? Du bist gut. Oh, was für ein süßes kleines Baby. Dieses pausbäckige kleine Gesicht. So bezaubernd. Schau, wie süß und dick sie ist. Worüber lacht ihr denn? Penny kommt gerade rechtzeitig. Hey, wer hat gesagt, dass ihr das machen dürft? Wo habt ihr die gefunden? Wie konntet ihr nur? Löscht sie schnell. Wie konntet ihr mir das antun? Es ist gut, dass das iPhone kein schlechtes Gewissen hat. Es gehorcht nur Befehlen.
Löschen? Klar doch. Du hättest früher fragen können. Du findest dich an einem fremden Ort wieder? Das ist ein Albtraum für Leute ohne Orientierungssinn. Ich glaube, ich war schon mal hier. Ja, Penny ist der Typ. Wie kommen wir hier raus? Gut, dass das iPhone bereit ist zu helfen. Soll ich Maps öffnen? Er fragt. Natürlich, öffne Maps oder noch besser, nimm mich an die Hand und führe mich zu meinem Ziel. Hey! Wird gemacht. Die Route ist fertig. Folge einfach meinen Anweisungen. Okay, ich glaube, da wollten wir hin. Was würde ich nur ohne dich machen? Penny liebt Schlaf. Penny liebt Schlaf, der Schlaf liebt Penny. Das ist ihre Lieblingsbeschäftigung. Nichts hilft. Vielleicht versuchst du es mit etwas lauter Musik? Oder sie zu kitzeln? Und nur ihr iPhone weiß, dass wenn der Chef jetzt nicht aufsteht, sie definitiv zu spät kommen wird. Aufwachen! Aufwachen sofort! Ich habe Frühstück gemacht. Das ist ein Upgrade. Vielleicht macht er ja auch den Abwasch. Endlich! Wach schnell auf, Schlafmütze. Du hast einen großen Tag vor dir. Höfliche Menschen kommen immer pünktlich zu einem Meeting. Besonders, wenn sie so verantwortungsvolle iPhones haben. Also, was möchten Sie bestellen? Diese Namen sind so ungewohnt. Aber mit einem Smartphone ist das kein Problem. Was ist in diesem Salat? 2 Sekunden und Penny kennt schon die genauen Zutaten. Ihre Freundin ist spät dran. iPhone, es ist Zeit für ein Fotoshooting. Hey. Wo ist sie? Ich muss sie anrufen. iPhone, FaceTime mit meiner Freundin. Tut mir leid, Schatz, ich bin gleich da. Aber Penny kann sehen, wo ihre Freundin ist. Oh nein, ich werde nicht ewig warten. iPhone, wir gehen. Oh oh, die Hauptsache ist jetzt nicht zu glitschen und den Chef nicht noch mehr zu verärgern. Das ist so ein interessanter Roman. Sie kann nicht aufhören, ihn zu lesen. Aber das iPhone mag ihn nicht. Er ist es gewohnt, im Mittelpunkt zu stehen. Chefin, willst du nicht ein paar Spiele spielen? Magst du Ping-Pong? Interessante Frage, wir sollten es versuchen. Das Telefon ist schlau, es lohnt sich, auf es zu hören. Außerdem hat Penny seit Ewigkeiten nichts mehr gespielt. Wow, das ist so lustig. Und jetzt Air-Hockey. Das Spiel hat gerade erst begonnen, aber man kann schon sehen, wer in Führung liegt. Penny hat nicht viel Erfahrung in diesem Sport, was gut für das iPhone ist. Okay, regt euch nicht auf. Lasst uns ein anderes Spiel ausprobieren. Object Finder? Ich mag das. Es hat sich herausgestellt, dass es nicht so einfach ist. Ich habe schon überall gesucht. Oh, die Brille. Na toll. Such weiter. Komm schon, komm schon. Mal sehen, wie ich das hinkriege. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Yeah! Hallo, Kuh. Aber es ist zu früh zum Feiern. Dieser Fund ist noch kein wichtiges Artefakt. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Das iPhone kann dir einen Hinweis geben, aber nur gegen eine Gebühr. Ach, was soll's. Ich muss wissen, wo diese Feder versteckt ist. Her mit dem Geld. Was für ein Erpresser. Gut, nimm es. Wenn du etwas verstecken willst, tu es an den prominentesten Ort. Wie sich herausstellte, war das Artefakt immer direkt vor Pennys Nase. Aha. Oh, das ist eine Schande. Nun, ich werde es im nächsten Level wieder gut machen. Warte, wo ist das Artefakt hin? Es ist, als wäre Penny aus einem Traum aufgewacht. Und wo ist mein Telefon? Da bist du ja. Wo ist mein Freund? Habe ich mir das alles nur eingebildet? Hallo? Mädchen, du wirst nicht glauben, wovon ich gerade geträumt habe. Haben dir diese iPhone-Sketche gefallen? Würdest du auch so einen Freund haben wollen? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Like dieses Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere unseren Kanal, wenn du neu bist. Klicke auf die Glocke, damit du nie wieder lustige Sachen von TrumTrum Select verpasst.